bereit? Es ist alles auf Tape, was auch was du sagst. Alles, was gesagt wird, kann für und gegen dich verwendet werden. Das erste Spiel aus Zentrum von Kultur. Hallo, Gerald. Hallo, Gerald. Nada. Seid ihr schon bewaffnet? Ja. Was machst du? Ich mache Body and Percussion und ich bin zuständig für Human Beatbox und Vocal Sounds. Hast du schon bezahlt? Ja. Ja. Du? Nope. Okay. Number one, Einverständniserklärung ging an uns. Ja, 19. Achso. Ja, wie alt bist du? 13. 13! Ich glaube, die Reihe ist kürzer. Zufällig genau betreffend. Jawohl, Zimmermann Nada. Super, bezahlt hast du. Jawohl. Verständniserklärung habe ich. Genau. Super, du kriegst dann von mir einen Sacker. Welche Farbe hättest du denn gern? Blau bitte. 1, 2 oder 3. Okay. Und 14 Uhr geht's. Blaues Säckchen. Wenn du willst, kannst du dir einen Namensschild machen. Ich bin die Ausgerüstete, das war's jeder, wer ich bin. Body and Percussion. Ja? Dein Name? Florian Klaffer. Der Florian bezahlt ist. Einverständniserklärung haben wir auch. Wunderbar, schönes Zusammen. Du bekommst von uns jetzt einige Geschenke. Du darfst deine Jugendflugtasche aussuchen. Welche Farbe möchtest du? Weiß bitte. Schön. Dann darfst du dir da hinten eine Flasche nehmen und deinen Namen draufschreiben. Es gibt einen Textmarker und einen Sticker. Okay. Und du kannst dir hier und hier ein Namensschild schreiben und wenn du Hunger hast, dir gegenüber Obst nehmen. Okay. Und Body and Percussion ist dann unten im Café. Da geht es um 14 Uhr jetzt dann auch los mit der offiziellen Eröffnung. Eine Freundin von mir, die studiert da auf der Fachhochschule, sie hat mich dann voll begeistert angerufen. Na, da magst du da nicht mitgehen? Und dann ist noch eine Freundin, ist drauf angesprungen und dann habe ich gedacht, ja, da mache ich auf jeden Fall mit. Und ich finde das auch voll lässig, weil die Vielfalt von den Angeboten war ziemlich cool. In der Schule wurde so ein Zettel austeilt und ich habe mir einfach gedacht, ja, warum nicht, ne? Es ist halt auch sehr, sehr billig, das finde ich sehr cool. Massivstressig, wir haben 120 Teilnehmer. Ja, das ist echt super. Ja. Okay, und wie ist es mit der Koordination? Also sein, Überbuchungen seien ja da, oder? Sein irgendwie gut. Wir haben sicher auch nicht hundertprozentig glückliche Teilnehmer, aber ich glaube, dass das Angebot insgesamt super ist. Also, dass wir das gut lesen können. Okay, ich werde gerade interviewt, oder? Schönen guten Nachmittag. Wir sind beim 7. Jugendclub 2015, wohlgemerkt. Das Motto, heuer ist leise, ist anders. Juhu! Oh, cool. Hallo! Wir haben 6 unterschiedliche Kanäle. Ich bin wieder derjenige, der durchschaltet, der durchzeppt. Wir unterschiedliche Genres, was euch gefällt, verwendet euren Körper, verwendet eure Craziness, eure Verrücktheit, euren Fun, eure Freude, whatever. Spielen erzeugt eine andere Wirklichkeit,
nämlich die der Möglichkeiten. Und wir werden uns auf die Suche machen nach den unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie wir Theater im Raum schreiben können, wie wir Theater kreieren können, abseits von irgendeiner literarischen Textvorlage, von irgendwelchen Texten, sondern einfach, wir machen das Theater, das für uns passt, und wir werden dabei sehr viel Spaß haben. Das Ganze ist auf Bulgarisch nach 3 Gläser Wein. Normal, oder? Bitte! Der Herbst! Die meisten Blätter! Da sterben sogar die Blätter! Es sterben die meisten Blätter und die meisten Pflanzen verlieren ihre Farbe. Jedoch gibt es einige Pflanzen, die sogar den Winter überdauern. Hiermit hätten wir zum Beispiel das Immergrün oder das Efeu, wenn sie immer auf grüne Sachen gestehen. Das Ganze jetzt auf Japanisch. Versuchen uns rhythmisch auszudrücken, einerseits mit dem Body, zum Body, zum Körper gehört, einerseits die Body Percussion, Rhythmen erzeugen mit dem Mund, mit der Stimme und dazugehörend noch verschiedenste Vokale, Sounds. Da geht es ja um die Betonung, wie man das ausspricht, wo man sagt, leise ist anders oder leise ist anders. Bei uns trifft eher das Zweitere zu, also wir werden auf keinen Fall leise sein. Am Anfang habe ich eigentlich noch gedacht, dass man eben jeden Workshop besucht, also nicht nur einen auswählt. Dann habe ich mich eben für einen entscheiden müssen und ich habe Afro-Caribbean House Dance genommen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von House-Musik, aber ich mag die Bewegungen. Ich bin totale Tanzfanatikerin und ich habe das einfach nehmen müssen. Und es ist ja bis jetzt eben die paar, ich glaube, was sind die, 1 oder 2 Stunden haben wir jetzt schon getanzt und es war einfach nur fantastisch. I'm not gonna teach house dance. I'm not gonna teach Caribbean dance. I'm not gonna teach African dance. I'm just gonna teach movements that your body and your mind adapted. That's it. Oh. Ja. Und wie gefällt es dir so? Ja, nein, ich freue mich, es ist voll energetisch. Afro-Caribbean House Dance. Ja, probieren wir es nochmal. 1, 2, 3. Criminal life, our time doesn't stop. Tell me cause it's off, number the band to life. Kicking some motherfucking asses rain on the time. La la la. Ja, ich hab mich immer so dran gewöhnt an dieses Asses. Yeah. Ja, aber dann mach's mal so, wie es glaubst. Und dann machen wir es mal. Okay. Leise ist anders. Somit bleiben wir laut, hätte ich mir gedacht. Rap kann nur laut sein, damit man wahrgenommen wird. Wobei, es beginnt leise im Kopf und wird dann laut transportiert durch den Mund. Ja, das ist besser. Raus mit der Sprache, laut mit der Sprache. Das ist so mein Motto eigentlich. Zeit für den Ausbruch und dass ich weglaufe. Vorbei mit dem Schmerz und dem ständigen Wettlauf. Mach ich mal mit, Schluss oder aus. Ich packe an, Scheiß drauf. Yay!
zu vorsichtig sein. Sind wir beim Domino. Also es sind 600 Kilogramm insgesamt oder 60.000 Dominosteine. Und ja, die werden wir in verschiedenen Arten, verschiedenen Techniken aufstellen. Das ist Domino. Wow. Viel. Wie viele Steine sind das überall da? Ja, wahrscheinlich 27.000. 27.000? Ja, circa. Boah. Ich mach jetzt mal eine kurze Pause, aber letztes Mal, wo die Kamera da war, also ist die mir umgefallen. Oh, das. Okay. Nein! Nein! Fuck! Ah! So shit! Es war wirklich Einstein. Das war Einstein. Ah! Das passiert, das ist Domino. Zwei Minuten kann man sich aufhören und dann wieder von vorne anfangen. So. Das war ein schlechtes Omen. Ich glaube, wir gehen wieder. Jetzt zu den akrobatischen Tänzer. Ich weiß zwar nicht, wie genau die, der Kurs jetzt heißt, aber weil ich. Wir sind schon weit unten. Wir müssen, glaube ich, auf. G0? Wo sind die? Hier. Jetzt müssen wir hier irgendwo stehen. Ich glaube G0, oder? Ach ne, wir sind wieder oben. So. Ich glaube, es ist G0. Ja. Ja. Yeah, I work with Alain Platel, and this is his motto, less is more. We always hear from him. So I've been hearing this for the past 13 years, so it fits me somehow. Tanzen und Breakdance ist es immer so, wenn die Musik nicht spielt, sollte man seine Moves, seine Bewegung, seine Schritte so leise wie möglich machen. Wenn man leise ist, ist man gleichzeitig sauber. Ich werde euch einfach die Möglichkeit geben, dass ihr euch wirklich ausdrücken könnt. Ihr habt auch im ganzen Event über die 4 Tage Zeit, dass ihr euch körperlich, geistig, kreativ entfalten könnt und ausdrücken und auszucken könnt, und leise ist einfach anders.
zwar eine Stierenreihe, wer von euch die größte ist. Filmmacher und Macherinnen arbeiten in der Stille, würde ich mal sagen. Man schließt sie manchmal für die Woche lang zu Hause, kauft sie ganz viel Essen ein und deckt alle Fenster zu, macht ein künstliches Licht an und da geht es für Wochen lang einfach animieren. Und dann wird es manchmal ganz laut, wenn man einen Fehler macht, nach 3 Wochen, dann schreit man, ach, scheiße. Nur besser. Jetzt zeige ich nur, das ist so ein Beispiel, okay? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und die Altstimme? Annika, who isn't me tonight? Annika, 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 Für uns ist es das Ausprobieren, Spaß haben, mutig sein. Passiert viel im Leisen, bevor es dann auf der Bühne laut wird. Lernen, dass der Körper nicht hier aufhört, sondern wie groß der sein kann und wie groß ihr werden könnt auf der Bühne. Und dieses Schwungvoll ist das. Und das. Und versucht es auch so ein bisschen wieder zu denken, ihr geht durch schlammiges Wasser, dass dein Wissen nicht so energielos ist, sondern dass da wirklich bam, das möchte ich sehen von euch. Und wenn man das richtig macht, merke ich sofort, oh, das ist wirklich anstrengend für den Rücken. Und das hätte ich gern. Einfach unserer Kreativität freien Lauf lassen und schauen, was entsteht und was entstehen kann. Party machen, gehen gerne in den Club und es ist das, was wir eigentlich teilen wollen, auch die Freude dran, auch deine eigenen Bewegungen sind super, es muss nicht immer nur das vom Lehrer oder von jemand anderen sein, sondern das, was du schon hast, das, was schon in dir drinnen ist. Thank you.
Criminal life, hard times, stress and strife. Can be cause it's often, but a vandal life. Kicking some motherfucking asses, brain on white walls, while chemist classes, reducing costs, and bikes to ashes. What the fuck is going through your hats and hacks of a bad hack with the hack backpack? We're cracking your back, thinking that you got swag when you do that with your pack. Gags about facts, backtrack when the police come to track your pack. If you enter that shit, you just be jerked, dunked, and fucked up. Consuming drugs at dirty places, looking into hopeless and dirty faces. Ich bin zerbrochen, geschält und wirklich verloren. Von der Familie gebrochen und stoß auf taube Ohren. Auf den Tränen ausgebrochen, fühl mich innerlich zerstochen. Hab mich täglich erbrochen, ließ mich täglich zerboxen. War oft im Internet, dort wurde ich gemobbt. Durch die ganzen Missgunst wurden sie noch nie gestoppt. Keine Antwort auf Fragen von den Klassenkameraden. Und schon seit Tagen keine Teamarbeit zu erwarten. Hatte keine Freunde, zu denen ich gehen konnte. Das führte nur zu Trauer und Ärger bei mir zu Hause. Daheim war es nicht anders, dort war ich nur allein. Und statt angenehme Ruhe gab es nur Geschrei. Es ist Zeit für den Ausbruch und dass ich weglauf. Vorbei mit dem Schmerz und dem ständigen Wettlauf. Dann mach ich nicht mehr mit. Schluss und aus, ich pack all meine Sachen, ach, ich scheiß drauf. Zielinski ist tot. Tot? Zielinski? Ja, ja, Zielinski ist tot. Aber Borowski lebt. Borowski? Nein. Wieso lebt Borowski nicht? Borowski ist tot. Wie Zielinski? Wie Zielinski? Am Himmelfahrtstag. Genau, am Himmelfahrtstag. Okay. Zielinski wie Borowski? Zielinski und Borowski. Das glaube ich nicht. Sie werden es dir beibringen. Zielinski, mir beibringen! Zielinski und Borowski! Das wagen Sie nicht! Das wagen Sie wohl! Zielinski und Borowski. An ein und demselben. An ein und demselben. Zielinski und Borowski. Von denen hätte ich das nicht erwartet. Was hättest du denn erwartet? Na, einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Zielinski nach Borowski? Ja, oder Borowski nach Zielinski, das ist mir egal. Aber mir nicht, hörst du? Mir ist das nicht egal! Mir ist das überhaupt nicht egal!